Habt ihr euch immer schon diese Frage gestellt, was ist denn jetzt eigentlich geiler? Sich Eier in jede erdenkliche Öffnung stecken, die man am menschlichen Körper finden kann? Oder vielleicht doch der gute alte Tentakelfick? Ich bin mir da auch nicht so sicher, was geiler von beiden ist oder was überhaupt so super geil für mich passend ist. Deswegen dachte ich mir, es ist Zeit für ein weiteres Video zu testedich.de. Und heute machen wir, was ist dein Lieblings-Hentai-Genre? Test, den Test dazu. Und ich bin mir absolut sicher, Leute, in uns steckt der perfekte Perversling. Und deswegen machen wir diesen Test, denn ich will endlich wissen, was ist geiler? Der gute alte Tentakelfick oder die Eier im Arsch? Ich bin mir nicht sicher. Grüße gehen raus an Tiger, der mich immer noch verstört hat mit seinem Hentai-Livestream. Mann ey. So, jedenfalls die Frage, die man sich jeden Tag stellt. Was ist eigentlich mein Lieblings-Hentai-Genre? Yay. Ja, das ist die Frage, die ich mir gestellt habe. Deswegen habe ich auch danach gegoogelt. Beziehungsweise hier in testedich.de geschaut. Und ich habe tatsächlich einen Test gefunden. Ist aber auch der einzige Test, was mich ehrlich gesagt sehr verwundert hat, dass es davon nur einen Test gibt. Aber es ist wohl der einzig wahre Hentai-Test, Leute. Und heute testen wir uns, sind wir Hentai-positiv oder negativ oder so. Und wir beginnen auch gleich mal mit der ersten Frage. Hallo. Hey. Hi. Hi. Wieso mache ich eigentlich immer so eine Scheiße? Die Frage stelle ich mir sehr oft, Leute. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Was mache ich eigentlich hier? Warum mache ich diese Videos? Wieso tue ich sie? Warum? Ich weiß es nicht. Vielleicht quäle ich einfach gern irgendwelche Leute, die aus Versehen auf die Videos klicken. Oder meine Oma, die meine Videos bewertet. Dann sieht meine Oma so, oh, so ein Perversling hat er so meinen Sohn aufgezogen. Das ist interessant. Egal, wir wählen jetzt mal. Wir wählen natürlich das. Es passt einfach, weil ich bin mir einfach nicht mehr sicher, was ich hier so mache. Oh, ich bin gar nicht eingeloggt, Leute. Moment, das muss ich einloggen, denn das Zertifikat dafür will ich auf jeden Fall auf dem Account haben. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Egal, wir machen jetzt einfach weiter. So, okay, dann. Was ist denn euer Lieblingsgenre bei Animes? Oh, okay. Einfach Romance. Kann auch ein bisschen kitschig sein und ziemlich lustig. Was haben denn normale Animes mit Hentai zu tun? Süße Animes, auch lustige Sachen mit Edgy, Hauptsache Kawaii. Okay, Horror-Animes, Battle-Anime, sowas halt. Okay, mein Genre ist nicht dabei. Das finde ich jetzt persönlich nicht geil von euch, dass da einfach mein Genre nicht dabei ist. Na gut, dann muss ich etwas wählen, was ich eher gucken würde, wenn zufälligerweise mal die Yaoi-Animes oder Mangas alle sind. Ich bezweifle. Ja, also bei den Animes, aber hey, Mangas gibt's immer. So, einfach Romance kann auch ein bisschen kitschig sein und ziemlich lustig. Also ich finde, Romance kann man sich schon geben. Aber da steht ja nicht unbedingt, dass es normale Romance sein muss. Ne? Da kann ich natürlich wieder so etwas wie Junior Romantica gucken. Was ich tatsächlich nur empfehlen kann, guckt euch diesen Anime an. Upsala. Falls ihr auf Yaoi steht oder so, guckt ihn euch an. Ich feiere den übertrieben stark und ich glaube, ich werde mir den nächsten vielleicht nochmal angucken. Okay, ich bin irgendwie außer Atem. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu hyperaktiv heute. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht, weil ich mein ganzes Zimmer umgebaut habe. Wer weiß, sieht man es wahrscheinlich nicht, weil ihr so oder so nur das Bett im Hintergrund seht. Ich hatte nämlich gerade auch so ein... Was wird denn hier geladen? Hallo? Hörst du mal auf damit? Danke. So, hier umgebaut. Schrank ist jetzt da hinten und so. Das sehe ich wahrscheinlich alles gar nicht. Ich habe sogar extra einen Greenscreen vorbereitet, aber irgendwie funktioniert das nicht. Ja, manchmal ist mal... Elgato funktioniert jetzt wieder und irgendwie funktioniert sie irgendwie doch nicht, weil Facecam manchmal gar nicht ist. Irgendwie auftaucht und so. Ich habe keine Ahnung, was da passiert. Egal. Wir machen weiter. Was haben denn normale Animes mit Hentai? Achso, wir sind immer noch bei der Frage. Okay. Süße Animes, ne? Horror und Splatter ist ja manchmal schon ganz interessant. Aber irgendwie so Horror-Animes funktionieren einfach nicht. Das Prinzip Horror-Anime funktioniert nicht, Leute. Es geht nicht.
Ich weiß nicht, kriegen manche Leute von euch echt Angst, wenn sie noch Horror-Anime gucken? Ich absolut nicht. Ich bin belustigt, maximal. Ich lache über die Dummheit von manchen Charakteren und so. Aber so finde ich jetzt Horror-Animes nicht sonderlich gruselig. So, also nehmen wir mal Romance. So. Was mögt ihr gern für einen Style? Eher so coole Sachen, am besten schwarz oder andere dunkle Farben. Okay. Kommt darauf an, nichts Außergewöhnliches. Ich weiß nicht. Ganz normale Sachen. Jeans und ein Shirt und ein Rock und ein Shirt zu besonderen Anlässen. Was mal was richtig Schönes. Niedlich mit Schleifchen und Rüschen in hellen und bunten Farben. Ja gut, das kennt man so ziemlich aus jedem Anime. Kommt darauf an, oder? Okay, aber das triggert mich tatsächlich. Deswegen nehmen wir das da mal. So. Ist das L? Egal. Was ist dein Lieblingssnack? Chips und Cola? Pocky, Mikado Sticks? Weil ich hab da mal was gesehen, dass der Typ diesen Teil nicht... Oh. Okay. Ich glaube, die meinten eine Yaoi-Szene. Kann das sein? Ich bin mir nicht sicher. Alle möglichen Saft- und Energy-Drinks, Bonbons, Lollis, Eiscreme, Kekse, Muffins und viel. Okay, schon aus dem Grund, weil Eiscreme drin vorkommt, nehme ich es nicht. Denn das weckt eine äußerst böse Erinnerung. Und die will ich möglichst nicht mir vor Augen führen müssen. Danke. Mann ey. Jetzt bin ich wieder verstört für die nächsten Tage. Gut, ich nehme Pocky. Pocky ist nämlich echt geil. Energy Drinks sind zwar auch so mein Ding, aber momentan bin ich tatsächlich auf einem Zuckerentzug. Cola- und Koffeinentzug. Das ist schwer, Leute. Unglaublich schwer. Also gut, hier ist zwar trotzdem Zucker noch drin. Wahrscheinlich auch nicht gerade wenig, aber es schmeckt mir. Ich trinke das zwischendurch und dann trinke ich wieder Wasser und ich denke, das könnte so funktionieren. So, Tsundere, Yangere, Deredere. Ich weiß nur, was Tsundere ist. Ich muss zugeben, ich habe keine Ahnung, was Deredere oder Yangere sein soll. Habe ich noch nie von gehört. Das liegt aber vermutlich auch daran, dass ich zum Großteil nur Yaois gucke und so ein Zeug. Das ist wahrscheinlich so etwas so, weil es Mädchen in irgendwelchen Animes haben. Deswegen nehmen wir mal keine Ahnung. Tsundere, da stehe ich jetzt auch nicht so unbedingt drauf. Und da kommt sie, Leute. Die Frage, auf die wir schon die ganze Zeit warten. Was haltet ihr von Tentakel-Hentais? What? Nein, das ist überhaupt nicht meins. Das ist so mega grob und gar nicht süß. Zu wenig Love Story. Was? Zu wenig Love Story? Wo kann denn... In Tentakel-Hentais ist doch meistens die perfekte Love Story drin. Ich habe mal einen Manga gesehen, da wurde irgend so ein Typ von der normalen Welt in sonst eine Welt geportet, in irgendeine Mystik-Welt und wurde direkt von der Pflanze angetentakelt. Also, das war doch eine langwierige Love-Story, Leute. Also verstehe ich nicht, was da jetzt so an Love-Story fehlt, ne? Es ist doch komplett normal, von irgendwelchen Tentakeln verspeist zu werden, ne? Aber egal. Okay, was nehmen wir da denn jetzt? Das ist tatsächlich eine schwere Frage, ne? Also Tentakel ist halt komisch, aber okay, es sind Hentais, Leute, ne? Also es ist ein Porno und man guckt die ja, um, ihr wisst schon, was zu machen oder sich einfach nur ein bisschen zu erregen. Aber die Frage ist halt jetzt, wie geil es ist. Ich sag jetzt einfach mal, mir hat dieser Manga mit diesem Teleport in diese andere Welt, war eine gute Love Story, deswegen nehmen wir den doch glatt. So, wähle spontan eins der Wörter Liebe, Niedlichkeit und Gewalt. Liebe, kreativ, Gewalt, Niedlichkeit und ich soll spontan machen. Ja gut, dann gehen wir halt auf Liebe. Wo Niedlichkeit auch ganz cute ist, aber wir nehmen Liebe. Leute, mit Liebe können wir schaffen. Was ist eure Lieblingsmusik? Süße, leichte Pop-Songs? Metal, Leute. Was ist diesen... Wann ist dieses Quiz vorbei? Ja, guck doch da oben. Sind wir doch bald. Liebeslieder.
Ich muss zugeben, auf meinem Handy sind von den ungefähr 300, 400 Liedern, die ich drauf habe, die meisten Liebeslieder wahrscheinlich. Obwohl, über 150 davon dürften aber auch sad sein, vor Nixtentation und so, ne? Aber egal, wir nehmen das jetzt mal. Welche Stimmung hast du im Moment? Gelangweilt, glücklich und hyperaktiv? Weiß nicht, neutral wie meistens. Gut. Also ich muss zugeben, irgendwie werde ich gerade tatsächlich ein bisschen müde. Das könnte aber auch damit zu tun haben, dass ich schon wieder auf Entzug bin. Beziehungsweise nicht genug getrunken habe. Wir nehmen einfach mal immer noch hyperaktiv, weil gerade eben sehen wir es noch. Welche Blumen magst du am meisten? Orchideen, Rosen, keine Sonnenblumen. Ich kann mich gerade nicht erinnern, was Orchideen sind, muss ich zugeben, obwohl ich ganz genau weiß, dass ich sie wissen müsste. Aber Rosen finde ich super. So, das war's schon fast. Du hast ein Quiz gefallen. War mein erstes. Achso, das war dein erstes Quiz. Nö, war scheiße. Ja, geht so. War ganz nett. Also ich fand, das war ganz nett. Die Fragen sind natürlich ein bisschen komisch gewählt manchmal. Aber ich find's trotzdem toll. Mir hat's trotzdem gefallen. Bye. Tschüss. Okay, was ist unser Lieblings-Hentai-Genre, Leute? Jetzt finden wir es heraus. Ich bin schon so gespannt. Jetzt bin ich wieder direkt aufgedreht. So, mein Lieblings-Hentai-Genre ist, zu 42% bin ich romantische Hentais. Und auch Yo-Oi und Yuri. Oh shit, es hat mich durchschaut, Leute. Es hat mich durchschaut. Es weiß, dass ich mir... Okay, es hat mich durchschaut. Es hat mich durchschaut, Leute. Es hat 12 Minuten gedauert. Aber wir wissen es jetzt. Unser Lieblings-Hentai-Genre ist der romantische Yaoi-Hentai. Vielleicht auch Yuri. Kann ich nicht viel zu sagen, muss ich zugeben. Ich gucke eher Yaoi. Egal. Romantische Yaoi-Hentais sind unseres. Es sind dann doch nicht die Eier im Arsch. Und es sind auch nicht die Tentakel, die sonst wo rein wollen. Es sind die romantischen Yaoi-Hentais. Ja. Hust, das Quiz ist nicht allzu ernst zu nehmen. Hust. Oh nein. Diese Profile hatten 15%. Alter, 15%, ne? Alter, ich bin halt einfach der Romantiker. Obwohl das vorherzusehen war, weil ich meine, ich habe die Rosen gewählt, ich habe auf Romance geklickt. Na gut, das mit den Tentakeln, das war natürlich so ein kleiner Bonus, ne? Aber wir sind die 15%. Und wir stehen auf romantische Boy-Love Hentais. Okay, gut, dass ich das jetzt weiß. Da sieht man ja schon Attack on Titan, den ich immer noch nicht geguckt habe. Muss ich mal weitergucken. Ich habe die erste Folge geguckt und dann abgebrochen. Egal. Das war das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe dieses Thema nicht nur gewählt, weil Hentai drin vorkam. Und das letzte Video, in dem Hentai im Titel vorkam, sehr gut viral ging. Viral in Form von 200, 300 Views hat es jetzt. Ich weiß nicht genau. Aber das sind schon mal deutlich mehr Views als 3. Deswegen bin ich glücklich darüber. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Ihr könnt ja das Quiz auch selber machen und mir in die Kommentare schreiben, was ihr denn so für ein versauter Bengel oder Mädel seid. Unwahrscheinlich. Egal. Schreibt es in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann tschüssikowski und goodbye. So Leute, jetzt als zertifizierter Perversling, der anscheinend nicht auf Tentakel oder auf Eier in, ihr wisst schon was steht, möchte ich euch eine Frage stellen, und zwar geht es um die Musik im Hintergrund. Ich habe in diesem Video ein bisschen mit Musik experimentiert und wollte eigentlich so ein paar Tracks reinmachen, die mir selber auch gefallen, aber die sind natürlich alle geschützt und kann ich demnach leider nicht reinmachen. Was ich sehr schade finde, weil ich das echt gern mit euch geteilt hätte. Aber gut, jedenfalls, die Frage ist, das Lied, das da vorkommt, ist eigentlich ein Vlog-Lied, das nur 2 Minuten lang geht. Und ich habe das immer mal wieder ein bisschen geschnitten, um es in die Länge zu ziehen. Und ich wollte jetzt fragen, wie hört sich das denn an? Hört sich es unnatürlich an? Hört sich es gut an? Oder ist es wirklich komplett schlecht? Das würde ich wirklich, wirklich sehr gerne wissen. Wenn ihr mir das in den Kommentaren beantworten könntet, wäre ich sehr, sehr dankbar.
Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Leute. Und dann Tschüssikowski und goodbye.